ZS Alliance CV Update wird Ihnen präsentiert von Swiss Life und einem Hotel Meiringen, Ihres Hotel im Berner Oberland. Es war kein erfreulicher Abend. Der Spitzenkampf zwischen der ZSC Lions und dem SC Bern geht gerade mit 1:6 verloren. Es ist die höchste Saisonniederlage von der ZSC Lions in dieser Saison bis jetzt. Und da stellt sich natürlich die Frage, was hat nicht geklappt? Wir fragen den Mann, der das einzige Zürcher Goal geschossen hat heute Abend, den Pius Sutter. 1:6, es tönt brutal. Ist es für dein Empfinden auch so krass gewesen auf dem Eis? Ja, sicher die ersten 40 Minuten sind wir mental und physisch jedes Mal einen Schritt zu kurz gekommen. Und mit sehr viel Strafe und sie haben das eiskalt ausgenutzt und dann wird es sehr schwierig. Hast du eine Erklärung außer der Strafe, warum das so nicht klappt und nicht aufgegangen ist heute? Nein, einfach mit analysieren, aber wirklich eben gesagt, wir sind immer einen Schritt spät gewesen, weil ich nicht ganz bereit war. Und auch über die vielen Strafen dann haben auch den Rhythmus rausgebracht und sie haben auch das eiskalt ausgenutzt. Mit was für einem Plan hat euch das Trainerteam eingestellt? Wie habt ihr eigentlich in den Match rein wollen? Weil ich nehme an, so wie es dann gelaufen ist, das war sicher nicht die Idee gewesen. Nein, definitiv nicht. Wir wollten viel Druck machen aufs Goal, viel laufen, schnell durch die Mittelzone aus und viel aufs Goal gegangen. Der Drittel langsam ist dann teilweise, wo es halt schon Spaß war, ein bisschen besser gewesen, aber ja. Würdest du sagen, der SC Bern, so wie er sich heute Abend präsentiert hat, ist nebst euch natürlich die beste Mannschaft der Liga, so nach den Spielen, die ihr bis jetzt gehabt habt? Wenn man auf die Tabelle schaut, ist es so, wir haben sehr viele jeder Match ist hart, jedes Team kann jeder schlagen und eben Bern ist die Schweizer Meister. Wir müssen einfach bereit sein für solche Sachen. Du hast immerhin, und das ist das einzige Highlight, jetzt habe ich das Goal geschossen. Das war die 11. in dieser Saison schon. Kannst du vielleicht die Szene noch mal schnell rekapitulieren? Wie hast du das Goal erlebt? Ja, wir haben Pass auf die blaue Linie bekommen und dann einfach, als ich mich umgedreht, um auf Richtung Goal gehen und dann ist die Rebound gekommen und ist dann auch wirklich gerade auf dem Stock gelandet. Was die Fans auch freut, ist, dass du vorzeitig deinen Vertrag verlängert hast bis 2018, 2019. Was war der Grund für die vorzeitige Verlängerung? Ja, wir haben zu dem Team Commitment und einfach ruhig arbeiten und dass wir eben können etwas Gutes aufbauen können. Warum nur ein Jahr? Um noch ein bisschen provokativ zu fragen. Ja, wir schauen für Jahr für Jahr. Eben, sind jetzt die nächsten sind ja 2 Jahre so gesehen. Und dann können wir, ich bin noch jung und dann können wir für Jahr schauen. Wir freuen uns, dass du da bleibst. Ja, danke, ich mich auch.